Füße. Füße. Sehr, sehr gute Aufgabe. Ich kann wirklich eine Scheibe von Ihnen abschneiden. Und alle Mitarbeiter verteilen, dass jeder genau das drauf hat, was Sie drauf haben. Das ist wirklich gut. Oh, Leute. Oh, da seid ihr wieder. Oh. Ich habe sehr viel zu tun heute. Ich hatte zu tun, aber jetzt erstmal nicht. Ich trinke hier nur meinen Kaffee. Oh. Und der ist wirklich toll. Macht die Putzfrau wirklich gut. Und wer ist die Putzfrau nochmal gewesen hat? Ach, die hier alles unordentlich macht. Na, ich verstehe nicht, ja. Chef. Ah, ja. Chef! Ja, schön, dass Sie hier sind. Ja, ich trinke gerade meinen Kaffee. Und Sie auch, oder? Ja, Fraser. Alles in Ordnung. Ich trinke nur meinen Kaffee. Hinter der Tür. Was mache ich denn schon wieder hinter der Tür? Ich verstehe das nicht. Ja, ich werde alt. Ja, Kerne, Fraser. Sie sind ja nicht Kerne. Sie sind ja Fraser. Ich setze mich mal hier hin, ja? Stuhl ist gut. So. Ich tue mal meinen Kaffee hier hin bei Ihnen. Oh, Sie arbeiten hier wieder ganz alleine. Wo ist denn Kerne? Ach ja, den habe ich einkaufen geschickt. Ja. Naja. Und wie ist die Arbeit, Fraser? Ist alles gut, ja? Ja, macht sie ihre Aufgabe sehr gut. Ich sehe das auch auf meinem PC, was sie machen. Das ist wirklich ganz gut. Sie schreiben wirklich gute Dokumente und telefonieren sehr gut. Ja, die Rechnungen machen ja Herr Kermit, ne? Sehr schön, was sie machen. Ah, wir sollten eine Lohnerhöhung geben. Das ist schön. Um 300 Euro, das ist gut, ne? Oder, mein kleiner Junge? Ja, Chef. Das ist wirklich fantastisch. Ich mache meine Aufgabe sehr gut. Auch wenn die Monitore manchmal ein bisschen ticken, aber das ist in Ordnung. Ich habe einen guten Kaffee, besser als beim letzten Chef war. No, den kannst du vergessen. Und der Chef davor, den kannst du auch vergessen. Aber hier ist die Aufgabe sehr gut. Oh. Ja, aber was gucken Sie mich denn so an? Sie werden alt, oder? Ja, mein lieber Fraser. Ich werde alt. Ich verstehe manchmal nicht, was ich für Sachen mache. Sehr viele Sachen machen ich. Ich verstehe das nicht. Ach, soll ich wirklich ein Altersheim? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ach, ja, so lange bleibe ich noch hier. Solange nicht jemand mit mir reden tut und die sagen, ich werde alt. Ach, kann man nichts machen. Aber der Kaffee ist immer noch gut. Oh, guck mal. Ja, Fraser, Sie müssen am Telefon rangehen. Da möchte jemand was von Ihnen. Immer schön streicheln und ein paar Minuten warten. Das haben Sie ja wirklich gelernt. Ich zeige Ihnen auch gleich was. Wir haben ein neues Programm. Ja, ich warte erstmal. Telefon lassen wir noch bemühen. Ja. Erstmal noch einen Kaffee trinken, wie wir das gelernt haben. Ja. Ja, das Programm, ja, das können Sie mir gleich vorstellen. Ja. Ach, so, gehen wir jetzt mal. Haben wir genug gewartet. Hallo, Madame. Ja, schön, dass Sie dran sind und hier sind, am Telefon. Ja, wir haben Sie jetzt weitergeleitet und Sie sind durchgekommen. Herzlich willkommen, Inna. Hallo? Hallo? Sie müssen ein bisschen lauter reden. Man hört Sie kaum. Ja, ist gut. Ja, was wollen Sie denn? Och, ja. Nee, wir sind ja kein Altersheim. Sie müssen woanders anrufen. Nee, das geht nicht. Das können wir nicht machen. Nein, das können wir nicht machen. Ja, nicht so laut. Das war jetzt zu laut. Hallo? Ja, schön. Ja, hier können wir Sie nicht helfen. Sie müssen ein Altersheim anrufen. Die können helfen. Ja, schön. Ja. Ach ja. Ach. Aber Sie können ja auch Ihr Geld hier auf ein Konto tun. Wir bewahren das ganz gut auf. Für die nächsten 10 Jahre gehört das uns und dann kriegen Sie 5% super Preis dazu. Das ist eine super Lösung für Sie. Ja, das machen Sie ruhig. Ja, Sie können das ruhig online überweisen. Das ist gut so. Ja, das trage ich vielleicht in unser Computer ein. Ja, okay. Aber Sie können das in den nächsten 10 Jahren nicht runternehmen, ja? Ja, genau. Ja,
Aber kann ja sein, dass sie ja dann schon tot sind. Genau. Ja, ja, das machen wir dann eher die Beerdigung für sie. Ja, ja, wir machen das dann schon. Okay, ja. Okay. Ja, ja, vielen Dank. Okay. Okay, bis dann. Ciao. Oh, oh, guck mal, Chef, ich war wieder sehr fleißig und sehr gut. So gehört das Geld wieder uns. Sie wird sowieso über 10 Jahren tot sein, das weiß sowieso niemand. Sie hat auch keine Enkelkinder und so. Das Geld gehört dann uns. Ja. Oh. Was will man mehr? Ja, wir haben die Frau abgezogen, die Alte. Hab ich gut gemacht, was, Chef? Na, Freezer. Freezer. Sehr, sehr gute Aufgabe. Ich kann wirklich eine Scheibe von Ihnen abschneiden. Und alle Mitarbeiter verteilen, dass jeder genau das drauf hat, was Sie drauf haben. Das ist wirklich gut. So, jetzt sind wir wieder reicher geworden und mehr Geld für Sie und für die anderen. Sehr gut. Perfekt. Das kann immer so laufen. Sehr gut. So, jetzt zeigen wir unser neues Programm. Das arbeiten wir Ihnen jetzt ein. Ja? Gehen Sie mal einen Schritt zur Seite. So, Freezer. Ja, gucken Sie von da drüben zu. Und gut. So, Freezer. Hier dieses Programm. Wir hatten ja Windows 9. Ja? Und jetzt mit diesem Knopf haben wir Windows 10. So. Und Windows 10. Enter. Gut. Und super. So, wir haben jetzt jedes Büro hier, Abteilung Windows 10 drauf. Das ist auch gut, wa? Guck mal, von 9 auf 10. Was hatten Sie denn vorher? Ach, ja, alte Firma hatten Windows 95. Das war nicht gut. Chef war nicht gut. Ja, und Firma danach hatten wir Windows 2005 oder so. Ich weiß nicht. Aber Windows ist viel besser hier. Ja, wir kriegen ein frisches Update. Das ist schön. Ja, ja, vielen Dank. Und ja, welche Programme habe ich denn jetzt zum... welche Programme habe ich dann neu, Chef? Ja, Füße. Programm X abziehen heißt das. Und das heißt, dass sie Leute, ja, besser abziehen können und das Geld schneller auf ihren PC hacken können. Ja, mit diesem Programm hier können sie wirklich alles machen. Noch besser als vorher. Glauben Sie mir ruhig, das ist hier sehr sicher und niemand kann uns mehr hacken. So, tragen wir das hier noch ein und das und fertig. Boah, schön. Warum ist der Bildschirm jetzt schwarz? Das verstehe ich nicht. Oh, da holen wir unseren Techniker. Aber kein Problem, machen Sie erstmal Pause. Sie wissen ja, wie das jetzt alles geht. Und ja, wir schicken Ihnen noch eine neue Tastatur. Und einen neuen Monitor, der ist ja kaputt. Also Sie kriegen auch einen der neuen Telefone jetzt. Wir haben jetzt diese mobil-kabellosen Telefone, aber die haben ja leider Telefone. Da musst du ja komplett ganzen Telefone an Ohr halten. Die sind scheiße, sind die. Ach, naja. Aber jetzt haben wir sie erstmal mehr Platz, um einen Kaffee zu trinken. Prost! Ach, schön. Oh, vielen Dank, Chef. Das ist sehr nett von Ihnen. Ja, dankeschön. Ja, ruhen Sie sich erstmal aus. Oh, was mache ich jetzt? Ach, keine Ahnung. Oh, wo ist denn Kermit schon wieder? Ach ja, stimmt ja, der ist gerade nicht da. Hey, guck mal, was die Putzfrau macht. Putzfrau, was machen Sie denn? Ach, wo ist sie denn? Hier liegt schon wieder Papier auf dem Boden. Muss sie doch sauber machen. Hallo, Putzfrau? Haben Sie sich da versteckt? Ja? Ja? Oh, was machen Sie denn da? Sie haben aber nichts verloren. Sie müssen doch mal wegkommen. Sie müssen sauber machen. Haben Sie keine Lust mehr? Ja, ist alles gut. Okay. Ich habe Angst vom Saubermachen. Das ist viel zu viel, wenn ich alleine mache. Nicht kündige. Freezer, ich sage, ich gehe hier. Ich war nie hier gewesen. Du hast mich nicht gesehen. Ach, ich werde alt. Naja, lebe wohl. Sie können nicht einfach gehen. Naja, ist auch besser so.
Die Putzfrau war ziemlich durcheinander. Naja, die wusste auch nicht so wirklich, was sie machen sollte. Sie hat ihm alles durcheinander geschmissen. Ganze Möbel. Und alles vom Tisch geschmissen. Das war ja kein Saubermachen. Und sie hat die Tische mit Spülstein sauber gemacht. Das macht den Tisch kaputt. Das war sie ja nicht, das war Chef. Oh, Chef wird alt. Wusste ich ja, Chef wird alt. Wir sollten mal mit Chef reden. Aber das macht Kermit und ich dann. Alles doof. Aber was mache ich jetzt? Ah, die Weltherrschaft. Die habe ich ja ganz schon vergessen. Naja. Mal gucken, was die Weltherrschaft macht. Da 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 da.